Herzlich willkommen beim Pool Panda. Heute wollen wir mal über das Rückspülen bei Sandfeldanlagen sprechen. Die Frage stellt sich, was ist das genau, wozu braucht es das und was kann man dabei falsch machen? Gehen wir erstmal das Thema Schritt für Schritt durch. Wir haben hier oben bei der Sandfeldanlage verschiedene Arbeitsschritte am Deckel abgebildet. Und zwar haben wir Filtern, wir haben Rückspülen, wir haben Zirkulieren und so weiter. Je nach Sandfeldanlage 4, teilweise 3, teilweise auch 7 Arbeitsschritte. Schauen wir uns vielleicht mal kurz die Arbeitsschritte an. Wir haben Filtrieren, das Wasser wird gefiltert, sehr einfach. Winter, das ist geschlossen, da niemals in Betrieb nehmen, sonst könnte sie schrotten. Wir haben Nachspülen, das schauen wir uns nachher auf jeden Fall noch an. Und wir haben hier Rückspülen, hier haben wir insgesamt 4 Schritte. Jetzt gehen wir mal auf das Rückspülen ein. Beim Filtern wird normalerweise das Wasser, und zwar hier von der Pumpe kommend, durch das Wegeventil gespült, dann durch den Sand gepresst und es kommt gefiltert wieder hier an dieser Seite raus und zurück in den Pool. Das ist der normale Arbeitsgang beim Filtern. Beim Rückspülen wird der Arbeitsgang fast schon umgekehrt, und zwar das Wasser geht zwar weiterhin in das Wegeventil, geht aber über die andere Seite in den Sand, das heißt, das Wasser kommt dann von der Seite, schwemmt praktisch von unten durch den Sand durch und tut die ganzen Schmutzpartikel, die sich oben angesammelt haben, nach oben schwemmen. Wichtig, das Wasser kommt nicht hier raus im Pool, weil sonst haben wir natürlich ein bisschen ein Problem. Das Wasser kommt hier hinten raus. Das ist dann auch die Ebenwegeumstellung. Und das wollen wir auch jetzt mal gleich ausprobieren. Wir haben die Sandfeldanlage in letzter Zeit sehr stark belastet. Wir haben hier für Bodensauger einige Tests gemacht, haben den Pool mit Erde belastet, wir haben ihn mit Sand belastet und noch weiteren Partikeln. Und da wird sich jetzt einiges angesammelt haben. Deswegen haben wir hier auch wirklich einen kleinen Mini-Pool stehen, weil wir davon ausgehen, dass wir ziemlich viel rückspülen müssen. Und da kommen wir auch zum wichtigen Thema. Also Rückspülen allgemein, das haben Sandfeldanlagen zum Nachteil. Je nach Verschmutzungsgrad, je nach Poolgröße muss man da schon einiges am Wasser wirklich verwenden, um das wirklich sauber zu bekommen. Denn wenn wir nicht lang genug rückspülen, dann haben wir das Problem, dann wird der Filter einfach nicht sauber genug. Stellt sich die Frage, wann soll man denn eigentlich rückspülen? Vielleicht als erstes eine Einschränkung, wenn er Filterbälle benutzt, dann darf man niemals rückspülen. Die muss man tatsächlich manuell aus dem Kessel rausnehmen und waschen. Wenn man jetzt Sand, Filterglas oder auch Zeolit benutzt, dann kann man tatsächlich rückspülen. Entweder man macht es halt so, wie jetzt zum Beispiel bei uns, wenn man sagt, okay, jetzt hat man wirklich eine sehr heftige Belastung gehabt, dann kann man so oder so rückspülen. Oder man geht nach dem Manometer, das zeigt einem ja auch den Betriebsdruck an. Und wenn der über einen gewissen Level erreicht, das ist je nach Sandfilteranlage ein bisschen unterschiedlich, dann müsst ihr in der Bedienungsanleitung nachgucken, dann fängt man an zu rückspülen. Wichtig ist, das Ganze hat ja auch was mit der Effizienz zu tun. Wenn ihr zu viel Schmutz in der Sandfilteranlage habt, dann muss ja die Sandfilteranlage die ganze Zeit durch den Schmutz das Wasser durchpressen. Das heißt, eure Filterpumpe, entweder geht die Leistung runter oder sie zieht mehr Watt. Wir haben bei einigen Sandfilteranlagen beobachtet, dass sie deutlich weniger Watt aus der Steckdose ziehen. Und wenn sie verschmutzter werden, dann ziehen sie mehr Watt aus der Steckdose. Das heißt, meistens fahrt ihr bei vielen Sandfeldanlagen unter der Herstellerangabe. Das heißt, ihr spart euch Strom und mit der Zeit, dann erreicht er die Herstellerangabe. Wir haben zum Beispiel eine Sandfeldanlage betrieben, die wurde vom Hersteller mit 550 Watt angegeben. Da haben wir aber deutlich weniger gemessen, also teilweise deutlich unter 400 Watt. Und das ist, wenn sie sauber ist. Wenn sie verschmutzt ist, dann wird sie eben von der Leistung höher gehen und irgendwann die 550 Watt erreichen. Und das heißt, es ist auch sehr ökonomisch, wenn wir einfach zum sinnvollen Zeitpunkt rückspülen. Bevor wir jetzt mit Rückspülen starten, noch ein kleiner Hinweis. Wir haben allgemein beim Mehrwegeventil hier einen Stutzen fürs Rückspülen. Da steht meistens Waste drauf. Und ich habe jetzt einen Schlauch angeschlossen, weil ich möchte das Wasser ja sinnvoll hinleiten. Zum Beispiel hier in dieses Becken, weil ansonsten läuft ja nur die Sandfeldanlage runter. Allgemein sind bei den Sandfeldanlagen keine Schläuche zum Rückspülen dabei. Da müsst ihr schauen, was passt. Ich habe jetzt hier zum Beispiel einen 32 mm Schlauch angebracht. Ja, ich würde sagen, wir können loslegen. Und zwar zuallererst, Filtrieren ist hier eingestellt und jetzt gehe ich auf Rückspülen. Jetzt muss ich noch hier die Sandfeldanlage einschalten. Wichtig ist, also ihr seht, hier geht schon einiges an Schmutz rein. Wichtig ist, ich höre noch nicht auf. Wir machen das so lang, bis hier dieser Schlauch wieder richtig schön sauberes Wasser rauskommt. Und ihr merkt, da hat sich einiges an Dreck angesammelt und das wird halt noch ein Stückchen dauern. Und die Zeit nehmen wir uns. Vielleicht merkt ihr schon, es wird ein bisschen klarer als am Anfang. Aber es kommt immer noch einiges an Schmutz raus. Wenn er ganz genau hinschaut, der erkennt er, das sind immer noch kleine Partikel, die da mitgespült werden. Also spülen wir weiter.
Aber wir wollen ja wirklich, dass der Kessel richtig schön sauber wird. Also weiterspülen. Bis man halt erkennt, dass im Schlauch nicht mehr allzu viele Partikel drin sind. So, ich würde sagen, das reicht jetzt auch. Jetzt schalten wir die Sandfilteranlage aus. So, jetzt habe ich die Sandfilteranlage ausgeschaltet und wir sehen unser Auffangbecken, das ist richtig schmutzig. Also jetzt haben wir mal den ersten wichtigen Schritt beim Rückspülen gemacht, den eigentlichen Rückspülvorgang. Wir sehen jetzt hier im Becken, da hat sich einiges an Schmutz angesammelt. Das war davor im Kessel drin. Das heißt, die Sandfilteranlage wird jetzt entweder weniger Strom ziehen oder eine höhere Durchsatzleistung haben. Und das war auf jeden Fall mal ein voller Erfolg, da ging jetzt richtig ordentlich was raus. Aber wir sind noch nicht fertig. Zum Rückspülen gehört im Regelfall, wenn so eine Sandfilteranlage unterstützt, auch das Nachspülen. Und das heißt, wir gehen her, tun jetzt den Arbeitsgang von Rückspülen auf Nachspülen. So, und jetzt schalten wir sie wieder an und tun noch mal kurz nachspülen für ein paar Sekunden und dann ist der Vorgang wirklich abgeschlossen. Also das Wasser kommt sehr sauber raus. Ich lasse jetzt noch mal ungefähr 10 bis 15 Sekunden laufen und schalte ich ab, dann ist der Vorgang wirklich abgeschlossen. Ja, also das war jetzt der Rückspülvorgang, wie er in der Praxis funktioniert. Ist bei jeder Sandfilteranlage prinzipiell ähnlich. Ihr müsst nur darauf achten, keine Filterbälle rückspülen. Da kriegt ihr ein Riesenproblem, wenn ihr das macht. Da habt ihr einen ganzen Schmutz im Pool. Außerdem ist es so, ich würde bei Filtermaterial, bei Erstbefüllung auch erstmal eine kleine Rückspülung machen. Der Grund ist, manchmal tun sich Sandpartikel, auch bei Zeolith, da hatte ich es ganz schlimm, gegenseitig abreiben. Dann habt ihr erst einmal einige Partikel, die einfach gnadenlos durch den Sandfilter durchgespült werden und das ganze Zeug landet in eurem Pool. Das heißt, bei Erstbetrieb den Sandfilter ganz normal mit Wasser befüllen, so wie man es immer machen muss. Und dann, anstatt dass man mit Filtern startet, mit Rückspülen starten. Weil letzten Endes, was soll schon passieren, außer dass man, wenn man Schmutz hat, wenn man Kleinstpartikel wirklich im Filtermedium selbst hat, durch Abrieb, dass es, sage ich mal, die Filterpartikel hier landen. Auf jeden Fall landen sie dann nicht hier. Das wäre vielleicht nochmal ein Hinweis, damit man sich bei der Erstbenutzung, beim Erststart sozusagen, nicht den Pool unnötig verschmutzt. Also ich würde noch kurz gerne einen wichtigen Praxishinweis geben, damit hier kein falsches Bild entsteht. Wir haben hier vorhin wirklich schwerste Verschmutzungen verursacht für Tests von diversen Reinigungsgeräten. Das heißt, wir haben hier beim Rückspülen ein wirklich schwer verschmutztes Wasser. Und wir haben, wenn ihr den Poolstand sieht, da hinten, wie der Wasser verloren hat, wir haben hier wirklich sehr viel Wasser verwendet. Also bei euch wird das auf keinen Fall in der Realität so sein, weil ihr werdet ja nicht in so einen kleinen Pool extra Erde reinkippen, um irgendwas zu testen. Im Gegenteil, da wird ein bisschen was landen, ein bisschen Staub, ein bisschen Sand, das war's. Das heißt, ihr werdet viel weniger Wasser brauchen, ihr werdet viel weniger Wasser verlieren. Bitte lasst euch jetzt von dem, was ihr hier hinten seht, nicht beeinflussen. Das wird bei euch definitiv nicht so passieren. Weil wir arbeiten hier einfach mit Extrembelastungen, weil wir einfach allgemein Produkte testen. Und deswegen ist es bei uns alles ein bisschen, ich sage mal so, wilder, als es bei euch ist. Ja, damit sind wir auch prinzipiell fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es war was Interessantes für euch dabei. Wenn ihr viele weitere Beiträge wie diesen, auch Tests und Vergleiche, schaut es euch vielleicht an, auch auf www.poolpanda.com. Es lohnt sich, schaut es vorbei. Ich würde mich freuen. Damit verabschiede ich mich auch. Euer Poolpanda-Team, Benny hier. Ciao.